herzlich willkommen zu einem neuen Beautiful bei Avon. Ich habe die letzte Bestellung für diesen Monat bekommen und die Produkte möchte ich euch gerne zeigen. Es sind nämlich ein paar ganz neue Produkte dabei, auch innovative Produkte. Da werde ich auch ein extra Video machen. Deswegen legen wir los mit dem allerersten Produkt. Und zwar habe ich mir eine Mascara bestellt. Das ist die ganz neue Extra Word Mascara. Die soll Volumen zaubern, extremes Volumen, so wie der Name schon sagt. Und nach 3 Schichten sieht man ein gutes Volumen und man kann die Mascara sogar bis zu 7 Schichten auftragen und dann erhält man ein extremes Volumen. Das Bürstchen sieht so aus. Also nicht allzu dick und ich habe die schon ausprobiert. Die funktioniert mega, mega gut. Das sind die Bilder zum Vergleich. Auge ohne Mascara, dann mit einer Schicht. Dort sieht man einen ganz normalen Wimperntuschen-Effekt. Hier haben wir 3 Schichten und da sieht man schon, dass das Volumen gestärkt ist. Und das hier ist nach 7 Schichten. Für mich reichen definitiv 3 Schichten. Ich habe mit 4 Schichten schon ausprobiert und 4 Schichten, das ist das Maximum. Dann habe ich mir die ganz neue Augencreme bestellt und zwar von A'New. Das ist eine Augencreme, die die Tränensäcke und Schwellungen verschwinden lässt und zwar in Sekunden. Ich habe schon ein Video gesehen bei jemandem und es funktioniert tatsächlich. Dieses Bild hier im Katalog ist ein bisschen unglücklich gewählt, weil die Seiten irgendwie nicht gleich sind. Auf dem ersten Foto sieht man ohne Creme, aber auf dem zweiten Foto sieht man mit Creme in Sekunden den Effekt. Allerdings ist es das andere Auge. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich finde, wenn man das vergleicht, sollte man dann mindestens das gleiche Auge nehmen, oder? Dann habe ich mir eine Sonnenbrille besorgt. Die habe ich schon zu Hause und ich finde die richtig gut. Deswegen habe ich mir eine zweite bestellt, denn ich brauche eine extra Sonnenbrille fürs Auto. Die liegt dann immer im Auto und ich muss sie nicht immer mitschleppen. Die Sonnenbrillen von Avon sind im Allgemeinen wirklich sehr, sehr gut. Des Weiteren habe ich mir ein Kopfband gekauft. Ich habe schon eins, auch von Avon, mit diesen Elchhörnern, aber ich finde, das passt eher so für die Herbstzeit, für die Winterzeit, die wir ja auch bald bekommen. Und deswegen habe ich mir dieses Kopfband besorgt. Das war nämlich auch im Sale. Super praktisch, super schön weich zum Make-up machen oder zum Reinigen, damit die Haare einfach nicht ins Gesicht fallen und stören. Das Parfum aus der Far Away Reihe. Und dieses Mal haben wir den Duft Beyond the Moon. Dazu dann die passende Bodylotion und dann noch ein Taschenspray. Wonach riecht es? Ich erkläre euch das mal kurz. Wonach riecht es? Das ist immer sehr schwer, Düfte zu umschreiben. Der Vorteil bei den Katalogen ist, dass da immer Duftflächen vorhanden sind, wo man dann reiben kann und dran schnuppern kann. Und also das ist wunderschön und passend auch für den September, muss ich sagen. Es ist kein typischer Sommerduft. Es ist minimal fruchtig, da ist eine leichte Herbe noch mit drin. Ganz, 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 ganz leicht süßlich. Und die Duftnoten sind Wildkirsche, dann die Blüte der Belle de Nuit und Sandelholz. Da haben wir die Flasche. Ich glaube, ich werde die auch gleich öffnen. Ansonsten sehen die Flaschen von Far Away immer gleich aus, beziehungsweise die Farbe ändert sich. Ich kann euch jetzt nur diese Flasche zeigen. Das ist Endless Sun. Und wie gesagt, die Flaschen haben alle die gleiche Form, aber die Farbe ändert sich. Danke fürs Zuschauen und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr die neuesten News über die Produkte von Avon nicht verpassen wollt, dann lasst mir auch gerne ein Abo da. Bis dann. Tschüss.